Wenn man über Informationsrecht heute nachdenkt, dann kommt das nicht ganz von ungefähr. Wenn man in die Zeitungen guckt, sofern man das noch tut, das kann man ja auch online tun mittlerweile, wenn man durchs Fernsehen zappt, wenn man bei Twitter in den diversen Blogs unterwegs ist, wenn man natürlich über Facebook kommuniziert, dann kommt man an dem Thema eigentlich zurzeit gar nicht mehr vorbei. Und ich meine damit gar nicht mal so sehr das, was jetzt verschiedentlich schon angeklungen ist, also Prism und US-amerikanische und großbritannische Superaufklärung, wenn man es mal so nennen will. Davon dürften wir zwar alle erfasst sein, denn wer von uns hat eigentlich keine US-amerikanischen oder britischen Kontakte oder mailt jedenfalls nicht gelegentlich mal mit einem Amerikaner? Denn nach den Besänftigungen der US-Regierung gegenüber den eigenen Bürgern dürfen wir davon ausgehen, dass jedenfalls alle Kontakte unserer amerikanischen Bürger mit Ausländern tendenziell dem Generalverdacht unterliegen und wir deswegen alle gleich mit überwacht werden. Und unsere amerikanischen Freunde gleich mit. Von diesen Überwachungsmaßnahmen, die sämtlich erst nach dem 11. September 2001 möglich geworden sind, sind diese Informationssammlungen quantitativ ganz erheblich. Sie sind aber auch qualitativ nicht ganz unbeachtlich. Und das sieht man schon daran, wenn man das vergleicht mit Maßnahmen, die es in Deutschland gegeben hat, wie zum Beispiel Rasterfahndung, Kfz-Online-Überwachung oder Vorratsdatenspeicherung, die sämtlich die Hürde des Karlsruher Obersten Gerichts nicht passiert haben und sämtlich vom Bundesverfassungsgericht als zu weit kategorisiert worden sind, als zu unspezifisch und zu intransparent, sowohl in der Erhebung, der Speicherung und der Verwendung. Es sind aber gar nicht so sehr diese negativen Highlights staatlicher Überwachungsmaßnahmen, die das Thema Datenschutz und sein Verhältnis zur Informationstechnologie zurzeit in die Medien bringen. Vielmehr können wir überall und fast im gleichen Atemzug mit den Überwachungsmaßnahmen auch davon lesen, wie sich unsere Zukunft mit immer neuer Informationstechnologie ganz positiv verändern wird. Science-Fiction-ähnliche Erzählungen der vielen technischen Möglichkeiten, weltumspannende Verheißungsbotschaften haben in diesen Darstellungen dann genauso ihren Platz wie die Vorstellung ganz konkreter Produkte und konkreter Verwendungsmöglichkeiten. Damit sind es die diversen Zukünfte der Informationstechnologie, die uns präsentiert werden, und zwar je nach Sichtweise in der Verschiedenheit einer Deutungsmehrheit. Da ist der Datenschutz und die Informationstechnologie längst nicht mehr auf die Seiten von Natur und Technik großer Zeitschriften und Online-Portale beschränkt. Denn die Vorstellung der IT geht einher mit der Auseinandersetzung über ihre Bewertung, ihre Normativität mit möglichem Regulierungsbedarf und mit den grundlegenden Entscheidungen über Zulassung, Verwendung und Nutzung. Das lässt sich zeigen an der Ankündigung eines US-amerikanischen Unternehmens, es komme jetzt, übrigens im November schon, die Datenbrille. Per Augenbewegung sollen mit dieser neuesten technischen Hilfe jederzeit vielfältigste, auf den Nutzer und seine ureigensten Bedürfnisse zugeschnittene, individuell steuerbare Zusatzinformationen verfügbar sein. Das, was wir sehen und wen wir sehen. IT-basiertes Enhancement also. Die Verbesserung, vielleicht sogar gänzliche Neuprogrammierung menschlicher Eigenschaften durch Technologie wird damit zu einem prominenten Thema. Wird doch die Verschmelzung des Körpers mit Informationstechnologie absehbar und dies weit über das hinaus, was wir bisher kennen, nämlich den Herzschrittmacher oder eine angepasste Prothetik. Intelligente Systeme erwarten uns, die uns, anders als die Fahrerassistenz zur Infrastruktursteuerung, im Innersten, und das im wahrsten Sinne des Wortes, berühren und verändern. Gehirnimplantate sollen zukünftig nicht mehr nur physisch relevante Informationen sammeln und weitergeben, sondern eben auch externe Steuerungsleistungen zulassen. Damit verschmilzt endgültig die virtuelle mit der physischen Welt, und zwar weltweit. Da ist es nur konsequent, dass man auch auf den Seiten des Feuilletons und auf den politischen Seiten auf einmal Datenschutz und Entwicklung der IT behandelt findet. So ist eine schöne Ergänzung. Derzeit ein Buch über die Visionen der Informationstechnologie, ein Bestseller, übrigens geschrieben von einem der Hauptverantwortlichen des Unternehmens, das die Datenbrille mit einer neuen Sicht auf die Welt ausstatten will. In diesem Buch wird eine bessere Welt skizziert, in der Daten frei und für jedermann immer verfügbar sind, in der wir unsere Umwelt erkennen, in der wir uns sicher und wohl, weil umfassend informiert und informierend fühlen. Die bereits jetzt möglichen Verbindungen unserer verschiedenen Neigungen, Interessen, Selbstdarstellungen, sozialen Einbindungen und Verhaltensweisen über Facebook, Twitter, WhatsApp und Amazon, die hochspezialisierte Datenzusammenführung über den Einzelnen und die Kohorte, der er angehört,
Diese Verbindungen sollen dann alle nur noch selbstverständlicher Teil eines einheitlichen Vorratsdatenspeicherungsapparats sein, der übrigens in den Händen Privater liegt und auf uns alle immer zugriffsbereit wartet. Aber die Bedingungen, unter denen sich diese und ähnliche Visionen realisieren lassen, sind nicht ganz nebensächlich und auch die Konsequenzen solcher Zukunftsszenarien sind nicht ganz beiläufig. Systematisch konzentrieren sich die Visionäre auf die Verheißungen, auf die Chancen. Das ist auch durchaus nachvollziehbar, denn die Deutung in diese Richtung ist die Grundlage ihres wirtschaftlichen Erfolgs, vielleicht sogar ihrer wirtschaftlichen Existenz. Und freiheitliche Gesellschaften, die wir jedenfalls noch unser eigen nennen, verlangen keine Selbstschädigung. Die Betrachtung von Risiken gehört aber ebenso dazu, wenn man verstehen will, wie unsere Welt zukünftig gestaltet sein wird und gestaltet sein soll. Auch das muss geleistet werden und nicht zuletzt von der Wissenschaft als einer neutralen, im besten Sinne uninteressierten Instanz. Dass schon diese Integration von Chancen und Risiken in einer Welt der Unsicherheit, in einer Welt fehlender Gewissheit für den staatlichen Entscheider, für die Gesellschaft und für jeden Einzelnen ihren ganz eigenen Bedingungen unterliegt, will ich heute gar nicht näher ausführen. Hierin liegt übrigens eine ganz wesentliche Aufgabe gerade des öffentlichen Rechts als des staatlichen Rechts, solche Selbstfindungsprozesse der Gesellschaft anzuleiten, umzusetzen und die dahinterstehenden normativen Wertungen aufzuzeigen und auch zu bewahren. Die offenen Flanken solcher Visionen von IT können hier Anwesende deutlich besser beschreiben als ich. Ich will nur einige Stichpunkte herausgreifen. Es wird einer Differenzierung hinsichtlich der kognitiven Voraussetzungen zur Verarbeitung und zum Verstehen von Informationen bedürfen. Wer sind eigentlich die Profiteure der Informationsgesellschaft? Gibt es so etwas wie eine Informational Divide? Zwischen wem besteht die eigentlich? Und wie wirkt sie sich langfristig aus? Wer gewinnt den dahinterstehenden Selektionsprozess? Gibt es unter den Bedingungen einer standardisierten, einer vereinheitlichten, einer einfachen, jedermann zugänglichen IT überhaupt noch einen Minderheitenschutz? Verlangt ein solcher Minderheitenschutz für Migranten, Senioren, Kinder, Behinderte möglicherweise Aktivitäten des Staates, damit einhergehenden Freiheitsgebrauch überhaupt erst nutzbar zu machen? Und reicht ein Minderheitenschutz möglicherweise nicht viel weiter über diese traditionell in den Blickpunkt genommenen Benachteiligungsminoritäten hinaus, auch auf die Wahlminoritäten, die sich also zum Beispiel bewusst gegen die Nutzung bestimmter Formen der IT entscheiden? Sind Abhängigkeiten von standardisierten IT-Infrastrukturen hinzunehmen oder gibt es so etwas wie eine Gewährleistungsverantwortung des Staates zur Schaffung und Erhaltung von Alternativen? Die Ergebnisse solcher Standortbestimmungen werden sich in einer mehr oder weniger ausgeprägten Regulierung der Informationszugänge und Informationsflüsse widerspiegeln und möglicherweise die jetzt bestehenden, aber erstaunlich wenig thematisierten oligopolartigen Strukturen mancher IT einer strikten Kontrolle unterziehen. Kein Wunder also, dass die Visionäre weitgehend darin übereinstimmen, die Vorteile von IT für alle zu betonen. Ein anderes grundlegendes Problem knüpft an die technischen Grundlagen an. Wie lässt sich in einer von einer zunehmenden Abhängigkeit von IT bestehenden Welt gewährleisten, dass deren Grundlagen und Funktionen sicher bedient werden können? Das, Jörn Müller-Quade hat darauf hingewiesen, Authentizität, Vertraulichkeit, Vertrautheit und Inhalt nachvollziehbar und mit Gewissheit für den Einzelnen und für das System bestehen. IT-Sicherheit ist viel mehr als der Schutz vor Viren. Sie umfasst den Schutz von Objektivität, Wahrhaftigkeit und Neutralität der Informationsdarstellung und damit auch zwangsläufig alle Vorstufen von der Organisation, der Aufbereitung, der Archivierung, der Wiederverfügbarmachung. Auch das ist etwas, was möglicherweise nur durch staatliche Maßnahmen sichergestellt werden kann. Das knüpft ganz unmittelbar an eine Tagung an, die Thomas Dreyer und ich im März diesen Jahres veranstaltet haben, in der es im Wesentlichen darum ging, über die Dienstleistungen der Informationsgesellschaft aus der Sicht des Staates nachzudenken. Woher kommen eigentlich die staatlichen Daten und auf welchen Wegen werden sie dem Nutzer verfügbar gemacht? Wer und zu welcher Gegenleistung sammelt, sortiert, bereitet auf und hält bereit? Wie lässt sich hier ein Markt entwickeln und offenhalten, der diese Leistungen verlässlich erbringt? Kann es einen solchen Markt eigentlich überhaupt geben? Und ist hier dann zwischen den Daten und den Informationsleistungen privater und den Daten und Informationsleistungen des Staates grundlegend zu unterscheiden?
Diese Überlegungen, die die Handelbarkeit von Informationen betreffen, verweisen gleich auch auf eine weitere Dimension der Entwicklung von IT. Was sind angesichts der ubiquitären Verfügbarkeit von Informationen eigentlich die Geschäftsbedingungen eines Welthandels, eines globalisierten Handels mit Daten? Anders als für die meisten physisch gehandelten Güter fehlt es schon an ganz grundlegenden rechtlichen Rahmenbedingungen. Das führt, das hat die Geschichte der Ökonomie oft genug gezeigt, schnell zur Usurpation von Märkten, zu Verhandlungsungleichgewichten und Verteilungsproblemen. Die unsichtbare Hand funktioniert eben nicht immer und wo Markteintrittskosten hoch, Informationsasymmetrien groß und Netzwerkeffekte allgegenwärtig sind, kommt es schnell zu Marktversagenserscheinungen. Das lässt sich auf dem Informations- und IT-Infrastrukturmarkt wunderbar beobachten. Vertrauen und Rechtsstaatlichkeit, Verlässlichkeit, Reduktion von Transaktionskosten sind so kaum möglich. Und das wissen manche der weltweit agierenden privaten und auch staatlichen Akteure durchaus für sich zu nutzen. Aber auch jenseits solcher ganz allgemeiner Überlegungen zum Funktionieren eines Marktes für Informationen unterliegt ein weltweiter Handel mit Daten eigenen Funktionsbedingungen mit ganz eigenen Chancen und Risiken. In den folgenden Überlegungen will ich auf diese und weitere Fragestellungen an die Weiterentwicklung von IT aber höchstens am Rande eingehen. Ich will mich, gemäß dessen, was ich auch hier am KIT ganz viel gemacht habe, auf einige datenschutzrechtliche Aspekte konzentrieren. Naturgemäß, Thomas Dreyer hat darauf verwiesen, stehen dabei die Gefährdungslagen im Mittelpunkt, ist doch das deutsche Recht auf informationelle Selbstbestimmung, genauso wie das europäische Data Protection Law oder das US-amerikanische Right to Privacy, trotz aller ihnen innewohnenden konzeptionellen Unterschieden, jeweils als ein Abwehrrecht konstruiert, mit dem Gefahren gerade vermieden werden sollen. Erst in einem zweiten Schritt, wenn man sich die Gefährdungslagen bewusst gemacht hat, kann man über Auswege und Lösungsmöglichkeiten über Schutzkonzepte nachdenken. Dies konstruktiv zu bewältigen, ist eine ganz wesentliche Aufgabe des Zusammenwirkens von Technik und Recht. Ohne Informationstechnologie gäbe es für den Datenschutz wenig zu tun. Aber ohne effektiven Datenschutz, wage ich zu behaupten, wird auch die Informationstechnologie ihre Bedeutung nicht wirklich wahren können. Im Folgenden werde ich mich aus national- und europarechtlicher Sicht vor allem diesem ersten Schritt zuwenden, nämlich die datenschutzrechtlichen Grundprobleme und Rahmenbedingungen zu skizzieren. Angesichts der aktuellen und kontinuierlich fortschreitenden Bemühungen der EU-Kommission um eine Neuregelung des gesamten europäischen Datenschutzkonzepts in Form einer sogenannten Datenschutzgrundverordnung, könnte diese europäische Rechtsordnung der Anfang eines Welthandelsrechts für Daten werden. Falls Sie das jetzt für eine Vision meinerseits halten, das hat es im Datenschutzrecht durchaus schon einmal gegeben. Einer der Lehrbeauftragten des Zar, Herr Brühan, hat 1995 mit daran gewirkt, die europäische Datenschutzrichtlinie vorzubereiten, die damals im Wesentlichen in der Umsetzung deutschrechtlicher Vorstellungen bestand. Und manches der Vorhaben der EU-Kommission könnte in der Tat eine ganz ähnliche Wirkung, eine Signalwirkung, auf die großen Informationshändler und IT-Protagonisten weltweit haben. Angela Merkel hat letzte Woche jedenfalls darauf hingewiesen, was der letzte Vortragende im Karlsruher Dialog, der Datenschutzbeauftragte von Berlin, Dix, bereits vermutete, dass nämlich die Verhandlungen zum Freihandelsabkommen mit den USA auch unter der Bedingung stehen, dass es eine Annäherung der Schutzkonzepte geben soll, was auch immer das heißt. Aus der Vielzahl der Elemente, die einen Welthandel mit Daten beeinflussen, kann ich jetzt naturgemäß nur einige wenige herausgreifen. Beginnen möchte ich zunächst einmal mit einem Metapunkt, und zwar einem Konzept, das am KIT, es ist schon mehrfach davon gesprochen worden, in den nächsten Jahren eine ganz erhebliche Bedeutung gewinnen können mag. Und das jedenfalls in Teilbereichen zu erklären mag, warum es eigentlich zu solchen Schwierigkeiten in den Verständnissen von Datenschutzkonzepten einerseits und Technologieentwicklung andererseits kommen kann. Der Umgang mit verschiedenen Technikzukünften. Danach werde ich einige ganz konkrete Punkte des Datenschutzrechts herausgreifen, nämlich vor allem den globalisierten Schutz der Herkunft der gehandelten Daten als einem Schutz der Erhebung von Daten und dann den Schutz der Betroffenen bei der Datenverwendung. In einem vierten Unterpunkt möchte ich dann auf Kontroll- und Durchsetzungsprobleme eingehen, die das Datenschutzproblem noch einmal verschärfen. Und dann im Fazit und Ausblick will ich ein paar Gedanken, wie man eigentlich einen effektiven Datenschutz sichern kann, ausführen.
Zunächst zu den Technikzukünften. Wenn wir uns über die Gefahren und Risiken, aber auch über die Potenziale und Möglichkeiten eines Welthandels mit Daten verständigen, liegt dem in aller Regel ein Bild von technisch gestalteter Zukunft und von den Prozessen und Entscheidungen, die in diese Zukunft führen, zugrunde. Die Informationstechnologie treibt unsere Auseinandersetzung mit den normativen gesellschaftlichen Vorstellungen voran. Gleichzeitig sind es aber die Desiderate einer modernen Gesellschaft, die immer wieder auch die Entwicklung von Technologie bedingt. Weder Technologie noch Gesellschaft entwickeln sich in einer Einbahnstraße. Zukunftsvisionen, etwa diese Perspektive von der Datenbrille, entwerfen zumeist eine Welt, in der die Imperfektionen des Menschen, sozusagen die Konstruktionsfehler, durch Technik ausgeglichen werden. In der extremsten Weise, und darauf verweist genau diese Datenbrille, geht es um Enhancement. Der Mensch wird strukturell und prinzipiell durch Technik verändert. In einer geringeren Form werden die Einschränkungen in den kognitiven Fähigkeiten des Menschen, die der Wahrnehmung, Speicherung, Sortierung, Abrufbarkeit von Informationen entgegenstehen, durch Technologie aufgefangen und ausgeglichen. Das geschieht idealerweise adaptiv und kann so weit vorangetrieben werden, dass ganze Informationssysteme mit vielfältigsten Vernetzungen entstehen, die sich einer Einflussnahme des Individuums fast vollständig entziehen. Eine nutzergenaue, passgenaue, lernende Technik entsteht, die dem Nutzer eine Weltsicht und Entscheidungsfähigkeit ermöglicht, die er mit seinen natürlichen physischen Sinnen und Fähigkeiten niemals erreichen könnte und die räumliche, informationelle und zeitliche Grenzen kaum anerkennt. Eine solche Wahrnehmung von IT und der Prognose ihrer Weiterentwicklung ist aber nur eines von vielen möglichen Bildern des Entstehens und der Existenz einer zukünftigen Welt. Die eben geschilderte Weltsicht geht im Kern von einem als defizitär empfundenen Menschen aus, der durch Technik optimiert werden kann und auch muss. Sie entwickelt das Bild eines technikaffinen, aber gleichzeitig auch technikabhängigen Menschen in einer sich selbst entgrenzenden Welt. Dass auch eine ganz andere Deutung von Welt möglich ist, liegt auf der Hand. Dabei ist jede andere Deutung nicht nur eine Ergebniszustandsdeutung, sondern stets auch eine Prozessdeutung. Zukunft entsteht in der Prozesshaftigkeit, im Wandel, in der Entwicklung. Deshalb ist auch die Zukunft kein Fixpunkt feststehender Endlichkeit, sondern immer auch nur Momentaufnahme. Diesen beiden Elementen, Prozesshaftigkeit einerseits und Mehrdeutigkeit der Entwicklung aus der Gegenwart heraus andererseits, entspricht der Begriff der Technikzukünfte. Er verdeutlicht, dass es die eine, die richtige Vorstellung von Zukunft nicht gibt. Und er macht gleichzeitig sichtbar, welches Gewicht Technik für unsere Vorstellung von Zukunft hat. Unsere Gesellschaft definiert und entwickelt sich zunehmend entlang ihrer technologischen Reifung und Entwicklung. Das reicht so weit, dass Sprache technisiert wird und selbst biologische Prozesse heutzutage oftmals mit technischen Begriffen beschrieben. Etwa wenn vom Code der DNA oder vom Maschinenraum des Lebens als Synonym für die Zelle gesprochen wird. In der Konsequenz erfährt sich die heutige Gesellschaft als technisiert. Und selbst Kritik an Technologie wird häufig mit der Forderung nach besserer Technologie beantwortet. Vor dieser Entwicklung macht naturgemäß die Informationsgesellschaft nicht Halt. So wird die Entwicklung von Informationstechnologie, ihre Funktions- und Wirkungsbedingungen von den verschiedenen Beteiligten ganz unterschiedlich identifiziert, klassifiziert und bewertet. Es entstehen unterschiedlichste Vorstellungen der weiteren Entwicklung und damit der Entwicklung von Technikzukünften. Diese Verschiedenartigkeit der Abbildung von Zukunft hängt aber nicht nur an den unterschiedlichen normativen Standards oder individuellen Präferenzen und Interessen, sondern an einer Vielzahl weiterer Faktoren. Pfadabhängigkeiten, individuelle Erfahrungen, Entscheidungsframing, Abstimmungsmodi, Zeithorizonte, Definitionsmacht, Partizipation, Innovationsanreize, die demografische Entwicklung oder ganz allgemein Menschenbilder sind nur einige weitere wenige Elemente. Daher lässt sich auch die Entwicklung und Nutzung von Informationstechnik und damit die staatliche wie private Entscheidung über ihre mögliche Förderung und Beschränkung in der Hinwendung zu dem, was einmal sein wird, stets nur in der Mehrzahl solcher Szenarien denken. Wie Technik angenommen wird, welche Innovations-, aber auch welche Refusions- und Abwehrprozesse in Gang gesetzt werden, welches Menschenbild den dabei getroffenen Entscheidungen der Entwicklung und Nutzung zugrunde liegt,
auf der Basis welcher systemimmanenter und struktureller Umstände sich eine bestimmte Vorstellung von Zukunft tatsächlich verwirklicht, führt zu verschiedenen nebeneinander bestehenden Zukünften. Daher beobachten wir auch einen Wettbewerb um die Vorstellung, der eben dann doch als richtig einschlägig oder jedenfalls als Leitbild heranzuziehenden Technikzukunft, befindet diese doch in der Konsequenz über jedenfalls Teile des weiteren Vorgehens in Gesellschaft und Technik. Das gilt, und auch das ist Teil des Entstehens von Technikzukünften, natürlich auch für den Umgang mit personenbezogenen Daten, die nach europäischer Vorstellung jedenfalls einen ganz besonderen Schutz genießen. Dagegen wird unternehmensbezogenen und sachbezogenen Daten deutlich weniger Aufmerksamkeit zuteil. Dabei werden auch diese in gleicher Weise von den Segnungen oder auch Gefahren der Informationstechnologie erfasst. Ist man sich dieser Vieldeutigkeit der Technikzukünfte erst einmal bewusst, wird sofort nachvollziehbar, dass die Auseinandersetzung um die Zukunft der Informationsgesellschaft und damit auch um die Bedeutung des Datenschutzes in einer solchen Zukunft nicht zuletzt auch immer ein Streit um eine konkrete angenommene Technikzukunft ist. Das erklärt das Ringen um die Deutungshoheit der Informationstechnologie und ihrer Bedeutung für die Gesellschaft, die seitens der Akteure mit ganz erheblichem Aufwand betrieben wird. Jedenfalls diejenigen, deren Wirtschaftsmodell eng verbunden ist mit dem Handel mit Informationen, ist die Bedeutung der richtigen Erzählung von Zukunft sehr wohl bewusst. Den Nutzern und privaten Dritten oftmals nicht so sehr. Nach diesen sehr abstrakten Meta-Überlegungen, die Sie mir nachsehen wollen, auch das ist ein Resultat der Arbeit am KIT, möchte ich etwas konkreter werden und mich dem Schutz vor der Erhebung von personenbezogenen Daten zuwenden. Das deutsche und europäische Datenschutzrecht kennzeichnet drei ganz fundamentale Unterscheidungen. Zum einen die Trennung von personenbezogenen von allen anderen Arten von Daten. Nur personenbezogene Daten unterfallen überhaupt dem Schutz des Datenschutzes. Daneben die Trennung von der Erhebung der Daten einerseits und ihrer weiteren Verwendung andererseits. Und schließlich die Trennung zwischen öffentlichen und privaten Interessen an den Daten eines anderen. Auf die verschiedenen Interessen und Akteure, deren Unterschiede übrigens immer mehr verschmelzen, wie man in PRISM sehen kann, insbesondere dann, wenn man auf Verfügungsmacht abstellt, will ich heute nicht eingehen. Und auch die Bedeutung der Trennung von Personen zu sach- und unternehmensbezogenen Informationen will ich nicht näher eingehen. Gestattet sei mir an der Stelle nur die Randbemerkung, dass eine Aufwertung des Schutzes von sach-, speziell von unternehmensbezogenen Informationen, vermutlich zu einer deutlich größeren Unaufgeregtheit im Umgang mit personenbezogenen Daten führen könnte, weil dann die Frage der Zuordnung zum Datenschutz nicht mehr im Sinne eines Alles-oder-Nichts-Prinzips zu entscheiden wäre. Konzentrieren will ich mich auf die Schutzkonzepte und Gefährdungslagen des Datenschutzes in einer globalisierten Welt, und zwar einmal für das Erheben und einmal für das Verwenden. Zwischen beiden Elementen besteht ein kategorialer Unterschied. Die Verfügungsmacht desjenigen, auf dessen Person eine Information bezogen ist, erfährt in dem Moment eine erhebliche faktische Einschränkung, wenn diese Information seinen Einflussbereich verlässt, also ein anderer Kenntnis erhält. Denn wegen der fehlenden Rivalität im Konsum kann jeder eine Information grundsätzlich in gleicher Weise nutzen, ohne dass der ursprüngliche Inhaber in irgendeiner Weise in seiner Nutzungsfähigkeit beschränkt wäre. Das spiegelt sich in den normativen Konzepten des Datenschutzes auch wider. Sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene ist bereits die Erhebung von Daten relevant, nicht erst ihre Verwendung. Der Zweckbindungsgrundsatz erhebt den Erhebungstatbestand als den Beginn eines datenschutzrechtlich relevanten Sachverhaltes dann auch konsequent zum Hauptkriterium des weiteren Umgangs. Der Erhebungstatbestand und seine Rechtfertigung befinden darüber, welche weiteren rechtlichen Regelungen bei Transfer und Verwendung zu beachten sind. Dass das nicht selbstverständlich ist, habe ich von Thomas Dreyer gelernt. Das zeigt nämlich ein anderes Informationsumgangsrecht, das Urheberrecht. Dort ist es so, dass erst die Nutzung eines Werks Rechte und Abwehransprüche auslöst, nicht aber sein Besitz. Und ebenso stört sich das US-amerikanische Recht an Störungen im Zuweisungsgehalt von Informationen nicht. Deswegen beunruhigt aus amerikanischer Sicht im Zeitalter von PRISM nur, dass die NSA die gesammelten Daten tatsächlich genutzt hat, nicht aber, dass sie die Daten überhaupt gesammelt hat. Als Randbemerkung sei mir hier der Hinweis gestattet,
dass dies mit einem völlig anderen Konzept von Privatheit und Datenschutz zu tun hat. Anders als im europäischen und speziell im deutschen Kontext wird Datenschutz in den USA nicht aus dem Persönlichkeitsrecht heraus entwickelt, sondern vor allem aus dem Hausfriedensbruch. Und demnach ist fast alles, was sichtbar und zugänglich ist, nach amerikanischem Verständnis kein Hausfriedensbruch und damit in aller Regel auch kein datenschutzrechtlich relevanter Verstoß. Schon an diesen unterschiedlichen Zugängen zu einem Schutz von personenbezogenen Daten wird sichtbar, dass es für den Erwerb von Daten, und das gilt dann später auch für die Verwendung, kein einheitliches oder gar vergleichbares Recht gäbe, das man mit einer gewissen Berechtigung dann als Welthandelsdatenrecht oder Weltdatenschutzrecht bezeichnen könnte. Es gibt nicht einmal einheitliche kulturelle Vorverständnisse oder Standards. Nur ungefähr 70 von 230 Staaten auf der Welt verfügen überhaupt über ein Datenschutzrecht. Und als in der EG 1995 die europäische Datenschutzrichtlinie in Kraft trat, galt das auch für eine Mehrzahl der europäischen Staaten. Und nicht einmal innerhalb der Europäischen Union kann man von einem einheitlichen Schutzstandard sprechen. Zu verschieden ist die Umsetzung der Datenschutzrichtlinie von 1995 erfolgt und zu verschieden werden die harmonisierenden Maßstäbe dann auch konsequent durch und umgesetzt. Das konnte man beim Umgang mit den neueren Entwicklungen wie Cloud Computing, Facebook oder Google wunderbar verfolgen. Auch das war ein zentraler Anlass für die EU-Kommission, nunmehr zum Instrument der Verordnung, also dem stärker greifenden Rechtsinstrument, zu greifen und eine Datenschutzgrundverordnung zu verabschieden. In einem grenzüberschreitenden Datenhandel ist angesichts derartig unterschiedlicher rechtlicher Standards die Frage nach dem anwendbaren Recht die Gretchenfrage schlechthin. Weltweit fehlt es, anders als beispielsweise für den Abschluss von Kaufverträgen, an einer sogenannten Kollisionsregel, welches Recht denn dann anwendbar sein soll, wenn Daten aus verschiedenen Ländern erhoben und später auch verarbeitet werden. Das europäische Datenschutzrecht kennt das sogenannte Territorialitätsprinzip, wonach grundsätzlich das Recht des Orts des Eingriffs Anwendung findet, also typischerweise der Ort der Erhebung von Daten. Werden diese aber überhaupt erst im Ausland erstmalig erhoben oder dort erstmalig in einen Bearbeitungsvorgang einbezogen, etwa weil der Nutzer seine Daten freiwillig mitgeteilt hat und sie dazu außerhalb der europäischen Zone eben versendet hat, ist das europäische und nationale Datenschutzrecht gar nicht erst anwendbar. Das betrifft gerade solche Dienstleistungen wie Bestellungen bei Amazon oder die Veröffentlichung von Daten bei Facebook. Werden die Server außerhalb Europas unterhalten, findet zunächst einmal kein datenschutzrechtlich relevanter Vorgang unter europäischem Rechtsregime statt. Welches Recht dann aber überhaupt noch anwendbar ist, wie das überhaupt ausgestaltet ist und vor allem, ob darin vielleicht auch ganz grundlegende Anforderungen wegen der Betroffenheit eines europäischen Nutzers im Sinne eines sogenannten Ordre Public zu beachten sind, dazu gibt es bisher so gut wie keine verbindlichen Regelungen und so gut wie keine Abkommen. Der Datenhandel ist im rechtspolitischen Sinne als Handelsgut noch überhaupt nicht angekommen. Insofern darf ich hier den Schluss ziehen, für die Erhebung von Daten ist außerhalb des europäischen Rechtsraums zumeist kein vergleichbarer adäquater Schutzstandard gewährleistet. Dass sich dies möglicherweise mit der Verabschiedung der europäischen Grundverordnung ändern könnte, werde ich zum Schluss noch einmal ausführen. Immerhin aber sind viele Daten, die innerhalb Europas anfallen, automatisch von den Schutzkonzepten der europäischen Datenschutzrichtlinie erfasst. Daten werden aber nicht zum Selbstzweck erhoben. Sie sollen regelmäßig verwendet werden zu einem bestimmten Zweck. Zur Verwendung gehören insbesondere der Tatbestand der Veränderung, also zum Beispiel des Zusammenführens und Auswertens, und der Tatbestand der Übermittlung, also die Weitergabe von Informationen an Dritte. Mit beiden Tatbeständen wächst für den Betroffenen als dem ursprünglichen Inhaber der Information die Gefahr, dass er den weiteren Umgang mit seinen Daten nicht mehr überschauen und nachverfolgen und damit auch nicht mehr beeinflussen kann. Mit der Übermittlung multiplizieren sich die Zugriffsmöglichkeiten und die Anzahl der potenziellen Zugreifer und deren Zwecke exponentiell. Die Veränderung von Daten, insbesondere ihre Rekombination, erlaubt ein Mehr an Erkenntnis über den Betroffenen durch ein Mehr an Informationen. Die Übermittlung an Dritte, ein Mehr der Erkenntnis über den Betroffenen durch ein Mehr an Nutzern der Information und ein Mehr an Informationen. Bemerkenswert ist,
dass der Betroffene selbst auf dieses Wissen aus der Verwendung über ihn oftmals selbst gar nicht zugreifen kann. Er kann weder konstruieren, wer über ihn was an Wissen gesammelt hat, was zusammengeführt wurde, geschweige denn, dass er etwa von dem Hersteller eines Nutzungsprofils über ihn selbst die Herausgabe dieses Nutzungsprofils oder wenigstens Mitteilung dieser Informationen, die dazu geführt haben, verlangen könnte. Das Datenschutzrecht in Deutschland und Europa sieht in jedem Schritt der Verwendung einen eigenen, rechtfertigungsbedürftigen Sachverhalt. Zwischen diesen Schritten verbindet jeweils der Zweckbestimmtheitsgrundsatz. Eine Weiterverwendung, eine Übermittlung von Daten ist grundsätzlich nur zu dem Zweck möglich, zu dem die Daten ursprünglich erhoben worden sind. Im Prinzip ist eine Zweckänderung nur ausnahmsweise möglich und dann nur unter Einhaltung sämtlicher Anforderungen, die auch für eine Neuerhebung gelten würden. Im Datenhandel ist diese Weitergabe von Daten aber überhaupt das entscheidende Kriterium, das die Handelbarkeit erst ausmacht. Für Übermittlungen von Daten, die in Europa erhoben wurden, in einen Drittstaat außerhalb der EU, also zum Beispiel die USA, Indien, China, gelten dann bestimmte Vorschriften der Datenschutzrichtlinie. Danach ist die Übermittlung nur ausnahmsweise erlaubt, wenn ein vergleichbarer Datenschutzstandard im Empfängerland gewährleistet ist. Obwohl die EU-Kommission dies bisher nur für Kanada, Argentinien und die Schweiz anerkannt hat, finden trotzdem standardisiert Datenübermittlungen mit Billigung der EU-Kommission vor allem in die USA statt. Und zwar nach dem sogenannten Regime des Safe Harbor. Danach genügt es, wenn sich ein US-amerikanisches Unternehmen im Rahmen eines Konzepts der Selbstregulierung bestimmten, allgemein gehaltenen Datenschutzgrundsätzen unterwirft und sich in eine entsprechende Liste einer amerikanischen Behörde, der Federal Trade Commission, einträgt. Soweit, so gut. Allerdings ist eine inhaltliche Kontrolle der Einhaltung dieser Vorschriften nicht vorgesehen. Die FTC überprüft, und auch das erst neuerdings, lediglich die formalen Kriterien, nicht aber, ob tatsächlich diese unterzeichneten Datenschutzstandards eingehalten werden. Daher wurden jahrelang von der FTC sogenannte Karteileichen geduldet und der Umstand, dass Unternehmen wie Google, Yahoo, Amazon und Facebook Unterzeichner sind, illustriert den Grad der hergestellten Vergleichbarkeit eindrücklich, der mit diesem Instrument der Selbstregulierung erreicht wird. Angesichts der neuesten Enthüllungen über die Tätigkeit der NSA im Rahmen von PRISM dürfte aber für deutsche Unternehmen eine neue Unsicherheit entstanden sein. Ob nämlich bei Kenntnis von diesen tatsächlich genutzten Zugriffsrechten noch davon ausgegangen werden kann, dass allein bei Unterzeichnung des Safe Harbor Agreements von einer Vergleichbarkeit der datenschutzrechtlichen Standards ausgegangen werden kann, ist nunmehr trotz der grundsätzlichen Billigung durch die EU-Kommission mehr als fraglich. Da jeder der Verarbeitungsschritte selbstständig rechtfertigungsbedürftig ist, gilt jeweils auch das Territorialitätsprinzip. Das heißt, die Vorgaben des europäischen, nationalen Datenschutzrechts sind nur so lange anwendbar, wie ein Vorgang auch in einem der Mitgliedstaaten stattfindet. Umgekehrt bedeutet dies, dass deutsches bzw. europäisches Datenschutzrecht keine Anwendung findet, wenn Daten außerhalb von Europa rekombiniert werden oder wenn sie von Staaten außerhalb Europas in andere Staaten außerhalb Europas übermittelt werden. Auch wenn Datenschutzstandards jedenfalls noch nicht die bestimmende Größe für die Entscheidung der Ansiedlung von Verarbeitungszentren sind, so wird dies doch bei der Entscheidung berücksichtigt. Gerade Google und Facebook haben eingestanden, dass sie es zunächst vermieden haben, in Europa überhaupt und dann auch in bestimmten europäischen Staaten Niederlassungen anzusiedeln, um das anwendbare Datenschutzrecht für ihren Datenhandel zu ihren Gunsten beeinflussen zu können. Aus Ihrer Sicht ein sicherlich kluges und wirtschaftliches Vorgehen. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal darauf verweisen, es gibt kein Gebot der Selbstschädigung für Unternehmen. Wenn der Staat aus bestimmten normativen Gründen entgegen der Eigenanreize von Unternehmen diese normativen Vorstellungen aufzwingen will, dann muss er das auch entsprechend ausgestalten und durchsetzen. Da viele Daten im Weiteren außerhalb Europas verarbeitet werden, und sie zum Teil auch gar nicht in Europa erhoben werden, sondern von den Nutzern freiwillig zur Verfügung gestellt werden, vermittelt ein solches territorialitätsbezogene Datenschutzregime also nur einen sehr begrenzten Schutz. Das gilt erst recht, wenn man noch einen weiteren und jetzt seit einigen Wochen sehr prominenten Zusammenhang herstellt.
Mit dem Schlagwort vom globalisierten Datenhandel verbindet sich assoziativ, dass es sich um private Geschäfte, private Akteure mit privaten Motiven handelt. Dass aber auch die Staaten am Datenhandel teilhaben, vielleicht nicht immer gegen Geld, das bleibt dabei zunächst unberücksichtigt. Spätestens im Zeitalter der Vorratsdatenspeicherung und der Erkenntnisse über die Aktivitäten amerikanischer und britischer Behörden zur Datensammlung ist das Bewusstsein dafür aber in den letzten Wochen doch zumindest gewachsen. PRISM-Aktivitäten beleuchten aber nur einen Teil der relevanten staatlichen Eingriffe in den Datenschutz. Mittlerweile gibt es eine Reihe völkerrechtlicher Abkommen, die den Austausch bestimmter Daten vorsehen. Also gar nicht auf Datenschutz, sondern auf Datentransfer gerichtet sind. Zum Beispiel das Abkommen über den Austausch von Fluggastdaten oder das sogenannte SWIFT-Abkommen zur Weitergabe von Bankdaten. Durch nationale Regelungen im Empfängerstaat können diese übermittelten Daten dann dort oftmals für vielfältige andere Zwecke weiterverwendet werden. Das können geheimdienstliche und geheime Aktivitäten sein. Das können aber auch ganz offen durchgeführte Demokratie- und transparenzfördernde Instrumente für jedermann sein, wie zum Beispiel die Informationsfreiheitsgesetze oder die Durchsetzung von Rechten im Gerichtsprozess. Die Motivation besagt über das relevante Vorgehen als solches zunächst nichts aus. Es kommt allein darauf an, dass der Staat Zugriff auf die Daten hat und diese seinerseits an weitere Akteure weitergibt oder auf anderem Wege weiterverarbeitet. Gerade in den demokratieaufwertenden Gesetzen in den USA sind beispielsweise kaum spezifizierte datenschutzrechtliche Konzepte umgesetzt, sodass für alle Beteiligten hohe Rechtsunsicherheit besteht, worauf denn eigentlich durch wen welche Zugriffsmöglichkeiten bestehen. Dabei möchte ich an dieser Stelle betonen, dass das Vorgehen von PRISM in den USA ein legaler Zugriff ist, kein illegaler, anders als bei Tempora. Zweckbindungen, die ursprünglich einmal bestanden haben mögen, werden dann durch solche rechtlich überformenden Regelungen des externen staatlichen Zugriffs überformt und aufgehoben. Rechtliche Regelungen für den Transfer und die Verwendung von Daten in Drittstaaten können also ohne weiteres dazu führen, dass durch den Transferakt eine Weitergabe an Vierte, Fünfte, Sechste möglich wird, die ihrerseits diese Daten dann zur Rekombination mit Daten aus anderen Quellen nutzen können. Mangels Kenntnis und Überschaubarkeit der rechtlichen Regelungen zum weiteren Zugriff auf die einmal übermittelten Daten in den Empfängerstaaten kann von einer Beherrschbarkeit durch den Betroffenen wohl kaum noch die Rede sein. Nicht nur die Erhebung, sondern auch die Verwendung weisen also ein eigenständiges Gefahrenpotenzial auf. Schutz vor legalen Zugriffen in Drittstaaten ist ohne weiteres jedenfalls nicht möglich. Der Zugriff durch Staaten und durch Private auf Daten, die international erst einmal gehandelt werden, ist für den Bürger nicht mehr durchschaubar und erst recht nicht kontrollierbar. Bleibe ich bei einem Zwischenfazit. Datenschutzrechtliche Standards erfassen nationale und europäische Erhebung, Verarbeitung, Transfer. Allerdings eben nur solche in diesem Rechtsraum. Sobald man den europäischen Rechtsraum verlässt, gibt es nur noch wenige und je nach Verarbeitungsland auch gar keine rechtlichen Beschränkungen mehr im Umgang mit Personen und im Übrigen auch mit geschäftsbezogenen Daten. Welche Zugriffsmöglichkeiten hier bestehen, kann der Einzelne nicht erfassen und nicht bewerten. Er kann sein Verhalten also danach auch nicht ausrichten. Komme ich zu dem Punkt der Kontrolle. Selbst wenn rechtliche Regelungen existieren und anwendbar sind, ist damit ein sicherer, verlässlicher und ausreichender Datenschutz noch lange nicht erreicht. Denn gerade im globalisierten Kontext und im Hauptmedium des Datenhandels, dem Internet, ist eine Kontrolle und damit die Durchsetzung der Einhaltung von Datenschutznormen deutlich erschwert. Hier will ich in meinem letzten Teil auf einige wenige Problemfelder aufmerksam machen. Sie tragen auch in der allgemeinen Wahrnehmung aus den Feuilletons etc. zu dem Fragezeichen hinter meinem Vortragstitel nicht ganz unerheblich bei. Wer es darauf anlegt, kann nach gegenwärtigem Stand im Internet weitgehend anonym agieren. Anonymität im Internet erstreckt sich dabei übrigens nicht nur auf die Nicht-Ermittelbarkeit von Nutzern, insbesondere bei diffamierenden Meinungsäußerungen, wie es in Deutschland im Rahmen der Einordnung von Bewertungsportalen hinlänglich diskutiert worden ist. Und es geht auch gar nicht so sehr um das immer wieder aufgeworfene Problem, inwieweit jemand mit Decknamen und unter falscher Identität auftreten kann.
Aus der Durchsetzungsperspektive ist mindestens ebenso bedeutsam, dass schon die Betreiber von Internetdiensten vieler Art nicht sicher identifizierbar und damit auch nicht sicher verfolgbar sind. Das liegt oftmals daran, dass Impressumspflichten nach ausländischen Rechtsordnungen nicht verpflichtend sind oder aber nicht kontrolliert werden. Aber auch daran, dass die gewählte ausländische Rechtsform die Identifikation der dahinterstehenden Person erschwert oder dass Rechtsvorschriften in anderen Staaten den Zugriff auf Meldedaten und sonstige Identifikationsschritte nicht vorsehen. Dazu gehört auch der Umstand, dass mit vielen Staaten Vollstreckungsabkommen fehlen, die auch die Ahndung informationeller Eingriffe erfassen. Selbst wenn also vor einem europäischen Gericht eine Datenschutzrechtsverletzung einmal erfolgreich durchgesetzt werden konnte, ist die Vollstreckung daraus resultierender Konsequenzen wie etwa Löschung auf einem ausländischen Server nicht selbstverständlich. Es macht die Rechtsverfolgung zusätzlich teuer und kompliziert und setzt weitere Hindernisse auf die Durchsetzung dann bestehender Rechte zu dringen. Angesichts des oftmals vermeintlich geringen Werts des einzelnen Informationseingriffs und der hohen Kosten der Rechtsverfolgung, die zudem auch nicht immer vom Gegner wieder reingeholt werden können, bestehen damit ganz erhebliche kontraproduktive Anreize, gerade für international tätige Datenunternehmen, sich um die Vermeidung von Rechtsverstößen gar nicht erst zu bemühen. Vollstreckung ist aber das Ende von Rechtsverfolgung und Rechtsdurchsetzung. Am Anfang steht überhaupt erst die Kenntnis vom Rechtsverstoß. Nach gegenwärtiger Rechtslage obliegt die Ermittlungstätigkeit, ob ein Eingriff in Rechte vorliegt, weitgehend dem Betroffenen. Die Information über den Informationseingriff muss er selbst gewinnen. Datenschutzaufsichtsbehörden oder andere Informationsmediäre haben nur geringe Rechte und auch nur geringe Pflichten, tätig zu werden. Solche Kenntnis ist aber nicht ganz einfach zu gewinnen. Informationseingriffen fehlt ein physisches Element. Der Betroffene spürt den Eingriff in seine Rechte im wahrsten Sinne des Wortes nicht. Das hat auch damit zu tun, dass Informationen zumeist öffentliche Güter im Sinne der ökonomischen Theorie sind. Ihr Verlust ist für den Betroffenen nicht spürbar, weil er in gewohnter Weise weiter über seine Informationen verfügen kann. Daher ist es zumeist auch erst der nachfolgende, mit der Information überhaupt erst mögliche Handlungseingriff, der einen Betroffenen auf den vorangegangenen Informationseingriff aufmerksam macht, wenn dieser heimlich erfolgt ist. Und selbst das ist oft genug nicht der Fall, weil der Betroffene gar nicht immer wissen kann, dass eine Handlung auf einer konkreten Informationstätigkeit aufbaut. Ob die Polizei eine Befragung einfach nur so durchführt oder weil sie bestimmte Vorinformationen aus einem informationellen Eingriff hat, kann der Betroffene oftmals gar nicht wissen. Und ob ein Unternehmen ein Bewegungsprofil eines Betroffenen verarbeitet hat, um darauf ein geobasiertes Direktmarketing in Gang zu setzen, kann der Betroffene bestenfalls vermuten. Zwischengeschaltete Dienstleister erschweren die Rekonstruktion von Eingriffen in der Informationskette zusätzliche. Und nicht zuletzt liegen Eingriffen in Datenrechte technische Maßnahmen zugrunde, die der Betroffene häufig ohne eine technische Unterstützung seinerseits gar nicht erfassen und erst recht nicht zurückverfolgen kann. Etwa die Infizierung eines Rechners als Teil eines Botnetzes. Information über Informationseingriffe als der Anfang von Rechtsverfolgung und Rechtsdurchsetzung ist also ein weiteres Hindernis und damit Teil einer möglichen Mission Impossible. Ein weiteres Element liegt in der Organisation von Informationen. Datenschutzrechtlich ist das bisher übrigens kaum aufbereitet. Es ist, das muss man deutlich sagen, unmöglich, Daten über sich selbst vollständig zu schützen. Das wäre faktisch nur bei einer Existenzverweigerung möglich. Nicht umsonst hat das Verfassungsgericht auch im grundlegenden Volkszählungsurteil schon darauf verwiesen, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und daher gar keinen vollumfänglichen Schutz seiner Daten beanspruchen kann. Wenn Daten aber erst einmal im Umlauf sind, dann fragt sich in einer globalisierten Welt, wohin diese Daten gehen und wer darauf unter welchen Bedingungen Zugriff hat. Diese Feststellung ist aber erst recht in der Welt des Internets und des grenzüberschreitenden Datenhandels nicht mehr recht möglich. Wer was, warum, wohin, an wen versendet hat, wo es wie durch wen gespeichert ist, womit es verknüpft wurde, und wie es durch wen nach welchen Kriterien wieder auffindbar gemacht werden kann, kann der Einzelne meist gar nicht nachvollziehen. Und das, obwohl damit wesentlich über die Wiederverwendbarkeit von Informationen entschieden wird. Damit ist auch die Einschätzung des individuellen Gefährdungspotenzials kaum mehr möglich.
und die Abschätzung geeigneter Sicherheitsmaßnahmen gegen die Nutzung ebenso wenig. Dahinter steht nicht nur die Nachvollziehbarkeit der Datenströme, sondern auch und besonders das Problem der Wiederauffindbarkeit. Es wird derzeit vermehrt unter dem Schlagwort der Big Data, jedenfalls in bestimmten Teilbereichen angesprochen, geht aber eigentlich darüber weit hinaus. Denn Organisationsprinzipien, Archivierung, Speicherung, Zugriffsmöglichkeiten befinden wesentlich darüber, ob eine einmal gefundene und verbreitete Information weiterhin verfügbar ist und für wen. Mehr noch, diese Prinzipien können auch darüber befinden, wie Welt überhaupt wahrgenommen wird. Also welche Technik Zukunft beispielsweise vorgestellt ist. Denn die Programmierung und konkrete Ausgestaltung von Suchalgorithmen mit den dahinterstehenden Ordnungsidee erlauben dem Anbieter von Suchprogrammen, seine ganz eigene Sicht auf Welt auszuformen und die Wahrnehmung von Welt durch andere mittels seiner Ergebnisse ganz erheblich zu beeinflussen. Wer die Organisation von Wissen beherrscht, kann schnell auch Informationen verhindern, unterdrücken oder aber auch herausgreifen und betonen. Dem Nutzer erschließen sich diese Ordnungsprinzipien nicht und er kann sie nur begrenzt beeinflussen. Und damit kann er keine Kontrolle ausüben, welches Wissen über ihn und über andere unter welchen Bedingungen fortbesteht und verbreitet wird. Damit ist das Persönlichkeitsrecht und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung erfasst. Denn die Festschreibung und Sortierung von Wissen durch andere hindert letztlich möglicherweise auch eine Veränderung der Person. Die Vergangenheit bleibt stets fremdbestimmt, präsent und präsentierbar und die Sortierung durch andere belegt die Einschätzung der Person mit deren vermeintlich objektiven Wertmaßstäben. Informationelle Selbstbestimmung will aber Informationseinflüsse durch den Betroffenen zumindest zum Teil steuern lassen. Das ist aber in einer globalisierten Welt unter den gegebenen technischen Bedingungen kaum möglich. Als letzten Punkt meiner Probleme des Datenschutzes in einer globalisierten Welt möchte ich auf die möglichen Sanktionen eingehen, deren Wirkung in der globalisierten Welt mehr als zweifelhaft sein kann. Letztlich muss man wohl den traurigen Befund treffen, dass die Ansprüche eines Betroffenen einer Rechtsverletzung letztlich zumeist ins Leere laufen. Das liegt zum einen daran, dass der Vermögenswert einer Information zumeist kaum zu bestimmen ist und der einzelne Wert meist so gering angesetzt, dass es sich für das Individuum kaum lohnt, der Rechtsverletzung nachzugehen. Selbst dann nicht, wenn es sich um Masseneingriffe handelt. Pauschalierten Schadensersatz oder gar Strafschadensersatz gibt es nach europäischem und nationalem Recht nicht und nach meiner Kenntnis auch weltweit nicht. Und Bußgelder kann eben nur eine Aufsichtsbehörde und das auch nur in beschränkter Weise bisher verhängen. Vor allem aber sind Informationseingriffe regelmäßig irreversibel. Was einmal verbreitet und bekannt geworden ist, kann nicht mehr vergessen werden. Diese Eigenschaft von Informationseingriffen wirkt sich in der Folge auch auf Schadensersatzansprüche aus, mit denen der Eingriff wieder ausgeglichen werden soll. Naturalrestitution ist grundsätzlich nicht möglich. Und da hilft auch das in der Datenschutzgrundverordnung propagierte Recht auf Vergessen nicht. Es ist ohnehin nur eine Informationspflicht. Werden Informationen zudem, beispielsweise in sozialen Netzwerken, Geo-Apps oder Ähnlichem, in einem globalisierten Kontext mit einer Multiplizität von Adressaten freigegeben, verschärft sich diese Irreversibilität noch. Denn es tritt eine quantitative wie qualitative Eingriffssteigerung auf. Es können unbegrenzt viele und für den Betroffenen zumeist nicht überschaubare Interessenten mit verschiedensten Motivationslagen Zugriff auf die Daten nehmen und diese nach ihren Zwecken und Ordnungsprinzipien speichern und verarbeiten. Die weltweite Verfügbarkeit steigert das subjektive Empfinden des Ausgeliefertseins und des Kontrollverlusts. Ein Ergebnis, das den europäischen Vorstellungen von informationeller Selbstbestimmung und Privatheit fundamental zuwiderläuft. Dass dies nicht belanglos ist und sehr wohl zur Kenntnis genommen wird, zeigt die Entwicklung im Cloud Computing. Von den ursprünglichen höchst optimistischen Vorstellungen einer weltweiten, einfach zugänglichen, einfach nutzbaren öffentlichen Datencloud, in der die Welt in Ordnung ist, ist man zwischenzeitlich abgerückt. Einer der Gründe dafür ist die Gewähr für die Verfügbarkeit, Sicherheit und Kontrollierbarkeit des Zugriffs auf die in die Cloud verlagerten Datenbestände. In der Folge hat sich, möglicherweise erstmalig, der Datenschutz auch als ein Wirtschaftsfaktor beweisen können. Denn gerade im europäischen Bereich werden insbesondere solche Dienste nachgefragt,
die europäische Datenschutzstandards zugrunde legen und die die oben genannten Kriterien glaubhaft erfüllen. Eben weil die Durchsetzungsproblematik zunehmend bekannt ist und als bedrohlich bewertet wird. Damit komme ich zu Fazit und Ausblick. Mission Impossible? Ist Datenschutz in der Globalisierung eine Mission Impossible? Ist es Spiegelfechterei, wenn die grundsätzliche Bindung der rechtlichen Rahmenbedingungen durch das Telemediengesetz von Juristen eingefordert wird, während täglich tausende neuer Apps ohne jegliche Rücksicht darauf verbreitet und genutzt werden? Ist es ein von vornherein verlorener Kampf, gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook vorzugehen, weil sie dem Nutzer unzulässige Datenvorgänge aufzwingen, wenn täglich Millionen von neuen Einträgen freiwillig gemacht werden und monatlich Zehntausende neuer Nutzer hinzukommen? Ist es Rechthaberei, dass man darauf besteht, dass ein Unternehmen wie Amazon keine Nutzerprofile anlegt, wenn dies nicht gewünscht wird? Ist es altbacken, wenn man Sozialversicherungsträger zwingen möchte, die Verfügbarkeit von Gesundheitsdaten strikt zu begrenzen und nicht an den meistbietenden privaten Nachfrager zu veräußern? Ich will noch einmal auf den Ausgangspunkt meiner Überlegungen zurückkommen, die Technikzukünfte. Technik und technische Entwicklung sind eben keine Einbahnstraße. Sie sind gestaltbar. Sie sind die Entwicklung von Technologien in einer Reaktion auf gesellschaftliche Bedürfnisse und umgekehrt. Man denke nur an die Entwicklung der Umwelttechnologie. Es gibt wirtschaftliche Anreize und es gibt eine Vielzahl unterschiedlichster Akteure mit den verschiedensten Einstellungen, Befähigen, Motiven und Interessen. Das macht staatliche Eingriffe und private Eigenvorsorge zum Schutz personenbezogener Daten grundsätzlich schwierig, weil differenzierte und passgenaue Regelungen gefordert sind. Dennoch sind Staat, Gesellschaft und der Einzelne nicht ohne Möglichkeiten der Freiheitsgewähr und der Freiheitsbewahrung. Und rechtliche Instrumente gehören weiterhin zu den wirkmächtigsten Instrumenten, die der Staat einsetzen kann, wenn er es denn gezielt tut. Das hat auch die EU-Kommission erkannt. In der Datenschutzgrundverordnung sind eine Reihe von Instrumenten eingepflegt, die jedenfalls einen Teil der hier angesprochenen Probleme zwar nicht beheben, aber doch wohl verringern können. Das beginnt mit der Aufgabe des Territorialitätsprinzips zugunsten der Anwendbarkeit der europäischen Rechtsnormen in Abhängigkeit vom Betroffenen. Zukünftig soll europäisches Datenschutzrecht nämlich schon dann gelten, wenn es um personenbezogene Daten von in der Union ansässigen Personen geht und die Datenverarbeitung entweder dem Angebot von Waren oder Dienstleistungen in der Union oder der Beobachtung des Verhaltens der Betroffenen dient. Damit unterfielen künftig die Aktivitäten von Facebook, Amazon, Yahoo und Co. europäischem Datenschutzrecht. Und damit könnte, wie anfänglich kurz angesprochen, ein solches europäisches Datenschutzgrundverständnis möglicherweise auch das weltweite Verständnis von Datenschutz verändern. Mit der Anwendbarkeit europäischen Rechts unterfiele damit auch weltweit operierende Unternehmen, die auf dem europäischen Markt tätig sind, grundsätzlich der Aufsicht europäischer Datenschutzbehörden. Ich habe eben darauf verwiesen, wie schwierig es für den Einzelnen ist, Informationseingriffe zu ermitteln und wie wenig effektiv die individuelle Rechtsdurchsetzung ausgestaltet ist. Datenschutzbehörden verfügen aber bei ausreichender Ausstattung über die Möglichkeiten der systematischen Entdeckung. Und die Höhe der zukünftig möglichen Bußgelder soll sich am Jahresumsatz orientieren. Damit ist die Vorhersage gestattet, dass Datenschutzverstöße künftig die Bilanz doch erheblich belasten könnten und darauf im Sinne einer Compliance reagiert werden könnte. Abgerundet wird die erweiterte Stellung der Datenschutzbehörden durch deren neu geschaffene Möglichkeit der Rechtsverfolgung bei Rechtsverletzungen Einzelner. Gerade systematische, massenhafte Eingriffe mit erheblicher Eingriffsintensität, die dem Einzelnen aber oftmals nicht verfolgungswürdig erscheinen, können somit effektiv geahndet werden und das auch im internationalen Kontext. Dass diese Datenschutzgrundverordnung nicht alle der angesprochenen Probleme lösen wird, liegt auf der Hand. An vielen Stellen ist sie eher zögerlich, unklar oder greift einen auch als eklatant zu begreifenden Regelungsbedarf nicht auf. Es liegt aus meiner Sicht unter anderem auch daran, dass Technikneutralität weiterhin als oberstes Gebot gehandelt wird, also Spezialregelungen für bestimmte Materien, für bestimmte Technologien mit besonderen Gefahrenpotenzialen gerade nicht differenziert getroffen werden sollen.
Damit wird aber gerade auch die Gelegenheit versäumt, das Instrument des Rechts stärker mit dem Instrument der Technik, speziell der IT, zu verknüpfen. Denn rechtliche Regelungen sind nur ein Instrument zur Durchsetzung von Freiheitsrechten. Mittels Technik entstehen nicht nur Gefahrenlagen. Mittels Technik können Gefahrenlagen vielmehr entschärft und die Eigenvorsorge des Individuums verstärkt werden. Um noch einmal auf die Technikzukünfte zurückzukommen: Der Datenschutzgrundverordnung wohnt eine ganz bestimmte Vorstellung der Weiterentwicklung in die Zukunft inne. Man kann aber auch andere Vorstellungen pflegen und vermutlich ist das sogar geboten. Das Datenschutzrecht und diejenigen, die sich für eine offene Persönlichkeitsentwicklung, ein Grundmaß an Freiheitlichkeit, an Wahlfähigkeit für den Einzelnen einsetzen, können durchaus mit Selbstbewusstsein auftreten, ohne dass sie ihre normativen Kernanliegen zurückstellen müssen. Allerdings gehört dazu auch ein Heraustreten aus dem Recht hin zur Entwicklung eigenständiger und systemübergreifender Lösungsansätze. Und dazu gehört ganz elementar, die Technik selbst in das Blickfeld zu nehmen. Ein Datenschutz, der auf Selbstschutz der Betroffenen setzt, kann angesichts der geschilderten Kontrolldefizite nur als Aufforderung verstanden werden, nicht ernst und schon gar nicht wichtig genommen zu werden. Jedenfalls dann, wenn der Selbstschutz hohen Aufwand und hohe individuelle Technikkenntnis voraussetzt. Eine Technik, die aber von Beginn an Datenschutzanliegen integriert und sich zu einem wesentlichen Element des Umgangs mit IT über das wirtschaftliche Interesse hinaus selbst legitimiert, könnte sich als ein wirkungsvolles und mächtiges Gegenrezept zu allzu optimistischen Zukunftsvorstellungen erweisen, die faktisch dann zur Vereinheitlichung und Unterordnung normativer Vorstellungen führen. Da kann eine informierte Technikentwicklung Gegenwehr bieten. Technik kann nämlich dann auch verschiedene Vorstellungen von Privatheit und Informationsschutz über den Schutz personenbezogener Daten hinaus, auch für Unternehmens- und Sachdaten, variabel ermöglichen. Technik wäre dann ein zentrales Element, um wirkungsvoll Freiheitlichkeit im Sinne von Selbstbestimmung zu ermöglichen und Pfadabhängigkeiten durch Standardisierung zu vermeiden. Dazu gehört aber auch ein Weiterdenken der Technikentwicklung und des Technikbetriebs selbst. Technologie schließt nämlich dann auf zu normativen Konzepten. Dazu müssen diese aber verstanden und reflektiert sein, um dann in einem zweiten Schritt integriert werden zu können. Ich habe es als eine großartige Erfahrung erlebt, dass das ZAR und seine ganz besondere Verbindung zur Informatik und zu den weiteren Natur- und Technikwissenschaften hier am KAR an diesem Punkt in der Forschung und in der Lehre ansetzen kann. Das hat für mich in ganz erheblicher Weise den Vermittlungs- und Innovationsauftrag dieser besonderen Einrichtung ausgemacht. Datenschutz in der Globalisierung mag mit Sicherheit eine aufwendige und eine schwierige Aufgabe sein, aber eine Mission Impossible ist es wohl nicht. Jedenfalls dann nicht, wenn man sich wie Tom Cruise auch auf die ein bisschen technische Unterstützung verlässt. Vielen Dank.